In diesem Video erfährst du, ob du wirklich deine Bauchmuskel trainieren musst, um deinen Rückenschmerzen loszuwerden. Und ich zeige dir ein tolles und rückenfreundliches Bauchmuskeltraining. Die Idee, dass die Bauchmuskulatur zusammen mit dem Rumpf ein Korsett bilden und dadurch deine Lendenwirbelsäule stabil ist und schmerzfrei, die mag nachvollziehbar sein. Jedoch gibt es keine Studien, die sowas belegen. Auch Menschen, die täglich trainieren und ein Waschbrett als Bauchmuskel haben, sind nicht davon verschont, Rückenschmerzen zu haben. Was man aber sagen kann, ist, dass Bauchmuskeltraining effektiv ist für die Behandlung von Rückenschmerzen. Ob das wegen dem Zuwachs an Kraft ist, Beweglichkeit oder einfach, weil du dich besser und mehr bewegen kannst, das konnte die Wissenschaft bis jetzt noch nicht klarstellen. Was aber für den ein oder anderen wichtig ist, Bauchmuskeltraining sorgt dafür, dass du schlanker wirkst und hat auch einen Einfluss auf deine aufrechte Haltung. Gibt es dann ein rückenfreundliches Bauchmuskeltraining? Erstmal muss man sagen, dass keine Übung prinzipiell schlecht ist für deinen Rücken oder besonders gut ist für deinen Rücken. Je nachdem, welche Ursache deine Beschwerden haben, können manche Übungen Schmerzen auslösen, während andere Übungen schmerzarmer sind. Wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast wegen einem Bandscheibenvorfall, sind Beugbewegungen nach vorne, wie Crunches zum Beispiel, am Anfang schmerzhafter. Wenn deine Schmerzen aber eher von Arthrose kommen, dann sind Übungen, wo du in die Streckung reingehen, eher die, die Schmerzen auslösen. Es heißt nicht, dass diese Übungen prinzipiell schlecht sind. Es heißt nur, dass du die eher vorsichtig rantasten solltest, wie diese Übung auf deine Beschwerden wirken. Die erste Übung, was du probieren solltest. Du setzt dich hin, deine Beine sind angewinkelt, deine Füße bleiben fest auf dem Boden. Du kannst deine Hände im Nacken nehmen, damit die Belastung hauptsächlich auf deiner Bauchmuskulatur bleibt und nicht so viel und so anstrengend für deinen Nacken ist. Also, nehme deine Hände im Nacken, Oberkörper gerade und jetzt versuchst du von dieser aufrechten Haltung den Rücken ganz langsam nach unten zu rollen. Und wichtig hierbei ist, dass du die Bewegung kontrollierst, bis du dich hinlegst, komplett loslassen und dann von dieser Liegenposition die Wirbelsäule wieder nach oben bringen zu der Ausgangsposition. Also erstmal den Kopf, dann die Brustwirbelsäule hochheben. Deine Bauchmuskel wird sich schon da ordentlich melden. Und von dieser Position kommst du dann nach oben hin. Ich weiß, auch ich habe früher meiner Patienten gesagt, dass sie so nicht vom Bett hochkommen sollen oder von der Liege aufstehen sollen. Heutzutage ist dieses Wissen aber widerlegt worden. Also, als Übung, Füße aufgestellt, Knie hüftbreit auseinander, deine Füße bleiben auf dem Boden, Hände hinter dem Nacken und langsam von unten aus, von der Lendenwirbelsäule, langsam kontrollieren, wie du runterkommst, Brust ablegen und dann auch den Kopf. Und dann wieder in die Gegenrichtung. Aufrechthaltung von dem Kopf, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, bis du in die aufrechte Haltung wieder bist. Und diese Bewegung solltest du nun für mindestens 10 Mal wiederholen. Je langsamer und kontrollierter du die Bewegung durchführst, desto schwieriger ist dann auch die Übung. Wenn du das auch gut kontrollieren kannst mit der Beweglichkeit deiner Lendenwirbelsäule, wirst du auch einen positiven Effekt merken auf die Beweglichkeit. Die Übung ist auch ein bisschen leichter, wenn du deine Füße unter dem Sofa oder unter ein Möbelstück einklemmen kannst. Die vorherige Übung und auch diese Übung kannst du perfekt ins Bett machen. Also leg dich mal hin und im besten Fall ist jetzt dein Bett oder du hast die Möglichkeit, deine Hände, deine Handfläche an der Wand zu drücken. Und dadurch, dass du jetzt halt den Rumpf nach oben drückst, hast du schon eine Aktivierung, eine Voranspannung von deinen schrägen Bauchmuskeln.
Also Hände gegen die Wand. Und jetzt bringst du deine Beine und deine Hüfte in 90 Grad. Halte die Spannung oben, so als ob du dich von der Wand wegdrücken willst. Und in dieser Position gehst du nun mit einem Bein nach unten und bringst sie dann wieder hoch, um dann die Bewegung auf die andere Seite zu machen. Vergesse nicht, weiterhin die Wand nach oben zu drücken. Und bei dieser Bewegung solltest, oder beziehungsweise bei dieser Übung, solltest nun abwechselnd 10-mal jedes Bein, also 20 Bewegungen der Beine, durchführen. Um dann wieder loszulassen. Wenn dir dieses Video gefällt und du weitere Videos bekommen möchtest, wie du mit einfacher Übung von zu Hause Schmerzen linderst, einen stärkeren, stabilen Körper bekommst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit der seitlichen Bauchmuskel. Die schrägen Bauchmuskeln sorgen nicht nur dafür, dass man den Rumpf drehen kann, aber auch eine seitliche Anheben, sowohl von den Oberkörper als auch von den unteren Becken und Beinen. Also, du legst dich auf den Boden, deine obere Hand drückst du jetzt gegen den Boden. Damit hast du schon eine Aktivierung von einem Anteil von deiner Bauchmuskel. Die Beine sind gestreckt und nun versuchst du beide Beine gleichzeitig nach oben zu bringen. Es geht vielmehr darum, dass du die Spannung hier vorne am Bauch spürst, als dass du die Beine weiter nach oben bekommst. Es reicht völlig aus, wenn du die Beine nur ein wenig hoch bekommst, aber dafür diesen Knick an der Taille deutlicher wird. Halte diese Position für 5 Sekunden, um sie dann wieder langsam nach unten zu lassen. Gestreckte Haltung von den Beinen und dann die Taille leicht einknicken. Wenn du diese Übung nicht durchführen kannst, weil du Schmerzen hast an der Hüfte, was jetzt unten auf dem Boden liegt, kannst du gerne die Knie beugen, Hände hinter den Nacken legen und dann versuchen, von oben zu arbeiten. Also, du hebst deine Schulter von dem Boden hoch. Ebenfalls geht es hier darum, dass du diesen Knick an der Taille bekommst und dann langsam wieder runter. Nach oben kommen, Spannung kurz halten, auch ganz bewusst mit deinen Händen deinen Kopf und Nacken halten, damit die Belastung dort weniger wird und dann langsam wieder nach unten kommen. 3 Serien von 10 bis 12 Wiederholungen sind ausreichend, um dann die gleiche Übung auch auf die andere Seite zu machen. Die nächste Übung ist ebenfalls für die schrägen Bauchmuskeln. Aber nun solltest du die Drehbewegung von dem Rumpf üben. Dafür setze dich wieder hin, deine Füße sind auf dem Boden. Am besten, wenn es für dich möglich ist, versuche dir irgend unter ein Möbelstück, wie zum Beispiel ein Sofa oder ein Bett, einzuklemmen, weil dadurch kannst du den Fokus von dem Training auf den Bauch legen. Also Füße auf dem Boden, Knie hüftbreit auseinander. Und jetzt gehst du nach hinten so weit, wie du kannst. Achte aber darauf, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt. Und in dieser Position drehst du nun nach rechts und nach links. So weit, wie du kannst, bis du dann in die Gegenrichtung wieder gehst. Und Kompensation bzw. Ausgleichbewegungen der Hüfte zu reduzieren, kannst du auch ein kleines Handtuch oder ein Ball zwischen deine Knie platzieren. Ebenfalls bei dieser Übung solltest du probieren, 10 Wiederholungen je Seite zu machen. Und erst dann in die aufrechte Haltung wieder nach oben. Lass dann auch die Muskeln komplett los, damit sie sich entspannen können, bevor du wieder deine Kräfte sammelst für die nächste Runde. Also Füße auf dem Boden, Knie hüftbreit auseinander, Hände vor dem Rumpf gekreuzt, stabil und gerade mit dem Rücken bleiben und dann drehen nach rechts und nach links. Bei jeder neuen Bewegung versuchen Tick weiter in dem Bewegungsausmaß zu gewinnen. Und bei der letzten Übung geht es darum, dass du die Ausdauerkraft von deiner Bauchmuskel übst. Dafür solltest du dich jetzt auf den Stuhl hinsetzen und du setzt dich wirklich auf die vordere Kante hin. Deine Füße sollen auf dem Boden sein,
Deshalb achte darauf, dass der Stuhl nicht zu hoch ist für deine Körpermasse. Also Füße auf dem Boden, hüftbreit auseinander. Die leichteste Variante, du hältst deine Hände jetzt auf dem Schoß. Die mittlere Variante, du überkreuzt deine Hände vorne an dem Rumpf. Die schwierigste Variante, du bringst deine Hände nach oben. Also, die Übung an sich sieht dann so aus. Füße auf dem Boden, Wirbelsäule gerade und jetzt lehn dich zurück, so als ob du deinen Rücken an der Rückenlehne halten willst. Und in dieser Position solltest du nun für 20 Sekunden lang bleiben. Achte darauf, dass du weiterhin reden kannst oder ein- und ausatmen kannst, ohne dass du die Atmung anhältst. Wie gesagt, leichteste Variante, schwierigste Variante, noch schwierige Variante. Bleib in die Position für 20 Sekunden, um dann die Arme wieder los, hier wieder runter oder wieder nach vorne zu kommen. Bei dieser Übung, wenn du deine Ausdauer trainierst, solltest du 5 Serien wiederholen und jeweils für 20 Sekunden halten. Diese Übungen sind anspruchsvoll und effektiv, um deine Bauchmuskulatur zu trainieren, was dafür sorgt, dass sie auch straffer wird und auch einen positiven Effekt auf dein Aufsehen hat. Abgesehen davon, dass sie auch schmerzlindernd wirken können. Also, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.